Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsdienstzeit. Da sind Azurill und Traumato. Oh, das ist eine Sackgasse. Verzeihung, Herr Traumato, wo ist mein verlorenes Item? Wo genau ist mein verlorenes Item denn? Tut mir leid, Kleiner. Dein verlorenes Item? Hier ist es nicht, so viel ist sicher. Was? Mein großer Bruder. Mein großer Bruder kommt doch nach, oder? Ist er bald da? Nein, dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick, um euch zu täuschen. Was? Aber vergessen wir das. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir? Nun, angeblich soll darin der erbeutete Schatz eines Diebes liegen. Aber wie du siehst, bin ich zu groß, um mich durch das Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst, tu einfach, was ich dir sage. Wenn du das tust, helfe ich dir wieder heraus. Aber... Los, mach schon. Kriech in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Mein großer Bruder soll kommen. Hey, hör auf damit. Verflixt, ich sage doch, dass ich dich heimbringe, wenn du fertig bist. Wenn du nicht tust, was ich sage, dann bringst du dich in Schwierigkeiten. Hilfe! Hör sofort auf! Das lassen wir nicht zu! Traumato, du Bösewicht! Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind Team aller Alba! Ein Erkundungsteam! Kein Ganove ist vor uns sicher! Ein Erkundungsteam? Ihr wollt mich festnehmen? Was ist? Zitterst du etwa? Ha, ich durchschaue euch. Ihr sagt, ihr seid ein Erkundungsteam, aber ihr seid ja noch totale Grünschnäbel. Hey, es ist wahr, ich bin per Kopfgeld gesuchtes Pokémon. Aber was ist mit euch? Könnt ihr mich stellen und zur Rechenschaft ziehen? Ja, wir können. Wir können. So ein Bösewicht wie dich lassen wir nicht entkommen. Mich haben schon viele Erkundungsteams gejagt. Aber noch keines war so erbärmlich wie ihr. Das wird sicher lustig. Mal sehen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Und der nächste Bosskampf. Ja, am besten ist, wenn Traumato mir erstmal direkt vor die Fresse läuft. Genau so. Und was habe ich denn? Taubsamen versteinert ein Pokémon. Achso, ist handlungsunfähig bis angegriffen wird. Ja, ist ja doof. Weil die Toshi greift dann ja an. Na, zu dumm, dass ich noch keinen Biss kann. Da müssen die Aquaknarren reichen. Oh, oh. Nein! Verwirrt ist er auch noch. Das ist schlecht. Ich schalte dir mal Tackle aus. Ich gebe dir mal eine Sinnelbeere. Itoshki, ist das? Yam yam. Nein, du läufst in die falsche Richtung! Komm wieder her! Beweg deinen Pflanzenosch zu mir! Okay, dann muss ich es eben alleine in die Hand nehmen. Itoshki, hier drüben! Ich bin hier! Na, jetzt muss ich mal ein bisschen essen. Lecker Sinnelbeere. Itoshki hat einfach keinen Bock zu kämpfen. Er tut nur so, als wäre er verwirrt, damit er nicht kämpfen muss. Aber ich schaffe das auch so. Und Traumato ist besiegt. Leg dich niemals mit unserem Team an. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Bist du in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Es geht mir gut. Gut, da sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Gehen wir nach Hause. Okay. Ich bin Magnezole, der Oberwachtmeister der Gegend. Vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen.
Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Wir lassen die Belohnung eurer Gelder zukommen. Nochmals danke. Jetzt kommen wir. So geht das allen bösen Pokémon. Azurill! Meryl! Hey! Oh, muss doch nicht weinen. Meryl! Ich hatte solche Angst! Alles okay, Azurill? Bist du verletzt? Es geht ihm gut. Der kleine Kerl ist unversehrt. Wirklich? Ich bin so erleichtert. Oh, Azurill! Azurill! Ich freue mich so für euch. Ihr habt das nur für uns getan, Itoshi und Nagi. Wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, Azurill, jetzt du. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wirklich, vielen, vielen Dank. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Das Nehmen von Nagi hält zur Belohnung einen größeren Schatzbeutel. Ja, ich kann jetzt schon mehr Items als Miss Hydran schon eins tragen. Du kannst jetzt mehr Items als bisher tragen. Ich habe das Kopfgeld von Obermeister Magnezone für den gefangenen Galoven erhalten. Gut gemacht, ihr zwei. Hier ist euer Anteil für den Job. Ihr dürft ihn behalten. Das Team von Nagi hält das Kopfgeld in Höhe von 3000, das auf den Galoven ausgesetzt war. Allerdings, davon gehören 2700 der Gilde. Dieser Anteil wird einbehalten. Darum bekommt das Team von Nagi 300 Poke, den Rest des Gesamtbetrags. Was? Das ist alles? Nach all der harten Arbeit? Aber natürlich. Es ist alles Teil des Trainings. Und morgen erwarten wir, dass ihr euch genauso anstrengt. Hihihi. Und vor unserem Gerät lebst du im Saus und Braus. Ich wäre schon zufrieden, wenn unser Anteil nur ein bisschen größer wäre. Aber das ist schon okay. Hehe, wir haben es geschafft, Azurill zu retten. Und das verdanken wir nur dir, Nagi. Weil du diesen Traum hattest, Nagi. Darum wussten wir im Voraus, dass Azurill in Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. Ich kann es nicht erklären, aber... Der erste Schrei von Azurill, den ich gehört habe... Hilfe! Ja, wir wissen... Dieser Traum, den ich hatte. Wenn du nicht tust, was ich sage, dann bringst du dich in Schwierigkeiten. Hilfe, ja. Beide Ereignisse. Sie fanden in der Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Was war das für ein Traum? Oh, mein Magen hat geknurrt. Mein Magen. Dein Magen hat auch geknurrt, Nagi. Wir haben wohl einen ziemlichen Kohldampf. Wir waren so auf die Rettung von Azurill konzentriert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Haha, jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, gehen wir zum Abendessen, Nagi. Okay. Ja, alle essen, nur Knuddeluft tanzt wieder. Yum, yum, yum. Und es gewittert und stürmt. Was für ein Pisswetter. Hui. Boah, diese Blitze sind Wahnsinn. Sieht nach einem heftigen Gewitter heute Nacht. Ja, sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Warte mal. Weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Nagi? In jener Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen nach dieser stürmischen Nacht lagst du bewusstlos am Strand, Nagi. Und, weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Erinnerst du dich an irgendwas? Ich frage mich... Es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Nein, ich erinnere mich an nichts. So einfach geht das wohl nicht. Aber das ist in Ordnung. Versuch einfach, dich Stück für Stück zu erinnern. Ah, das werde ich versuchen. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Legen wir uns schlafen. Ja, wir werden ja morgen wieder von Krakelo geweckt.
Hör mal, Nagi. Ich muss dir was erzählen. Ja, was denn? Das kann ich dir erst im nächsten Video sagen. Na gut, dann erzähl's mir dann.